In diesem kinematischen Beispiel bewegt sich ein Kolben mit der Geschwindigkeit v und der Beschleunigung a vertikal nach oben. In einer geschlitzten Führung befindet sich das eine Ende einer Kurbel AB und für diese Kurbel sind Winkelbeschleunigung und Winkelgeschwindigkeit zum gegebenen Zeitpunkt zu bestimmen. Fangen wir vielleicht einmal damit an, dass wir uns überlegen, was das y hier, diese Höhe y, wie man das ausdrücken kann. Wir kennen die Winkellage, Winkel Theta. Und wir kennen die Länge der Stange, die ist LAB. Das Y ist die Kathete von einem rechtwinkligen Dreieck. Das LAB ist die Hypotenuse. Ja? Also LAB Cosinus Theta ist Y. Und was ist jetzt V und was ist A? Also diese beiden, die da gegeben sind, zeitlichen Ableitungen von Y. Y-Punkt ist V und Y2-Punkt ist A. Das ist die Änderung, mit der sich das Y bewegt. Also, V ist ja nur ein VY und das VY ist Y-Punkt, weil es in der Führung drinnen ist. Und A ist auch nur ein AY und das ist Y2-Punkt. Ja, aber das kann man ja ausrechnen. Cosinus ist minus Sinus, also LAB Cosinus Theta abgeleitet ist minus LAB, LAB ist konstant, Sinus Theta und Theta ist aber zeitlich abhängig, also muss man Theta noch nach der Zeit ableiten im Sinus drinnen, Theta Punkt kommt einfach raus aus der inneren Ableitung. Und was ist Theta Punkt? Omega. Also ist das minus LAB Omega Sinus Theta. So, das heißt aber was? Naja, Omega ist offensichtlich minus V 1 durch LAB Sinus Theta. Umgeformt. Und jetzt mache ich aber was, was wir noch nicht richtig berücksichtigt haben, nämlich was haben wir jetzt falsch gemacht, momentan noch. Das Koordinatensystem würde so ausschauen, dass insbesondere das Y nach unten zeigt. Nachdem aber V und A nach oben zeigen, müssen wir auf die Vorzeichen aufpassen. Das VY ist nämlich minus V eigentlich. Und das AY ist minus A. Das heißt, ich schreibe jetzt da lieber minus VY. Und dann kann man von mir aus im nächsten Schritt einsetzen, dass das VY minus V ist. Dann ist es V durch LAB Sinus Theta. Dann wird es positiv. Das gleiche machen wir fürs A, also fürs Y2-Punkt. Was muss man eigentlich beim Y2-Punkt ableiten? Wieder Produktregel. Auf das bitte nicht vergessen. Also es gibt einmal das Theta-Punkt, das von der Zeit abhängt. Das müssen wir einmal ableiten, kriegt man Theta-2-Punkt. Das ist offensichtlich unsere Winkelbeschleunigung Alpha. Und zusätzlich kriegt man da noch einmal den Sinus Theta abgeleitet. Mit Norm Theta-Punkt. Also kriegt man einen Term Theta-Punkt Quadrat. Also interessanterweise, analytisches Prinzip, wir kriegen wieder so Terme, wo Alpha drinnen steckt und Omega Quadrat. Genau in Analogie zu vorher. Gut, also dann haben wir hier minus LAB Theta 2 Punkt Sinus Theta, erster Term nach der Zeit abgeleitet, minus LAB Theta Punkt Cosinus Theta und das Theta von innen noch einmal, dann kriegt man noch ein Theta-Punkt raus, also Theta-Punkt Quadrat. Und das hier wieder eingesetzt, AY ist dann minus LAB Alpha Sinus Theta minus LAB
Omega Quadrat Cosinus Theta. Und dann kann man auf Alpha umformen und dann kann man nämlich auch, wenn man möchte, später das Omega noch einsetzen, dann haben Sie ein komplett allgemeines Ergebnis. Wenn Sie das Ergebnis von Omega in Abhängigkeit von V dann auf das Omega Quadrat rückeinsetzen. Ich schreibe es jetzt in Abhängigkeit von Omega hin trotzdem. Unser Alpha ein AY, ich bleibe beim, oder setzen wir es ein, na, setzen wir es A ein, also minus A dann in dem Fall, plus LAB Omega Quadrat Cosinus Theta durch minus LAB Sinus Theta. So, dann können Sie von mir aus noch das Vorzeichen umdrehen oben, damit Sie das unten wegbringen, aber das ist dann mehr Kosmetik. Wichtig ist, wir haben jetzt in drei Zeilen ungefähr einen Zusammenhang gefunden zwischen den Winkelgeschwindigkeiten, Winkelbeschleunigungen mit der Geschwindigkeit und der Beschleunigung von dem Stempel. Was eigentlich auf den ersten Blick nicht so ausschaut, das schaut ein bisschen komplexer aus eigentlich. Gut, kann man noch einsetzen und wenn man hier einsetzt, kommt man für Omega auf einen Wert von 8,7 Sekunden nach minus 1 und für Alpha auf minus 50,5 Sekunden nach minus 2. Also de facto in der Position, in der das Ganze jetzt ist, hat es eine positive Winkelgeschwindigkeit, bremst aber schon ab. Das ist das, was da rauskommt.